Was wollte ich denn jetzt gerade noch mal? Achso, ja, im Chat ist gerade noch was. Verspätung unerheblich, Ergebnis wichtig. Ja. Bei was eigentlich? Achso, für die, die nachträglich kamen. Keine Ahnung. Deswegen, nee. Spaß, aber, wir spielen Schach, genau. Aber der Satz Verspätung unerheblich, Ergebnis wichtig, das erinnert mich gerade schon wieder an diese Jungfernfahrt von der Bahn letztens. Zwischen München und Berlin. Entschuldigung, aber das ist typisch Bahn gewesen. Ja, natürlich ist es typisch Bahn gewesen, aber es tat mir leid für die Leute, die nach Hause wollten. Ich fand's schade, dass Frau Merkel schon zu früh ausgestiegen ist, um den ganzen Spaß mitzuerleben. Natürlich. Die wusste ja auch, was die hat schon gewusst, es war alles geplant. Das war nicht ein Zufall, das war keine Verspätung, die irgendwie aufgrund von irgendwelchen Pannen war, sondern ja. Die Bahn hat gesagt, wir müssen unser Image verteidigen. Ja. Ja, das stimmt. Andererseits, ich hatte jetzt nicht so viele Verspätungen bisher mit der Bahn. Seitdem ich nicht mehr so viel Bahn fahre. Mhm. Oh Mist, es sieht so aus, als wären wir bereit zum Ablegen. Hier, leg doch gleich Wen mal deine... Du? Captain Stower? Captain Steuer. Stower? Steuer. Oder Captain's Tower? Was auch immer das heißt. Ich denke Steuer. Das ist Anspielung auf Steuer. 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 Aber dann würde er ja nicht Steuer. Stoer, sondern S-T-O-I-E-R. Ja, vielleicht. Aber wenn du es auf in Englisch liest, Steuer. Stoer. Stoer. Oder Stauer. 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 Verehrte Damen und Herren, bitte entschuldigen Sie die kleine Verzögerung. Wir sind jetzt bereit für das Waterboarding. Passen Sie bitte auf, wo Sie auf dem Landungssteg hintreten und genießen Sie die Kreuzfahrt. Das ist ja so aufregend. Komm mit, wir gehen an Bord. Oh, warte auf uns, Miss. Hey, vergesst ja nicht das Haustier. Das ist ja noch größer, als ich gedacht hätte. Ich frage mich, wo unsere Kabinen sind. Ich glaube, unsere Kabinennummern stehen auf den Tickets. Ach, wirklich? Wollen wir mal sehen. Ah, ja, hier ist sie. Es steht, sieht aus, als ob ich in einer Standardklasse Deluxe bin. Was? Ich bin aber auch in einer Standardklasse Deluxe. Oh ja, das sind sie. Und unsere Kabinennummern sind auch noch identisch. Na, Kabinengenossin? Sieht aus, als ob wir die Nacht miteinander verbringen. Vor von Doppelfünf wird sich für einiges rechtfertigen müssen. Ich scheine in einer ganz normalen Standardklasse zu sein. Kabinennummer, ja. Ja, na klar. Die gleiche wie bei mir, mein Guter. Sieht aus, als wären wir zusammen untergebracht. Nun, ich glaube, unsere Kabine ist dort runter, Miss. Dann treffen wir uns später wieder, ja? Alles klar, Ernest. Bis später. Und er kam nicht auf die Idee, mal zu tauschen. Und wo geht der Hund mit? Oh. Also, Emiliana, sollen wir? Das wird ein Spaß. Gespannt. Ja. Moment, Sir, zu deiner Kabine geht es da lang. Du magst ein Hund sein, aber du kannst die Kabine trotzdem nicht mit uns Damen teilen. Sowas würde eine Lady nie machen. Was, mit einem Hund eine Kabine teilen? Das finde ich jetzt gemein. Nein, mit einem sprechenden Hund, der kommentieren kann, wie du aussiehst. Also, wenn du mich fragen würdest, ob du in dem Fummel fett aussiehst, würde ich sagen, ja. Oder wie? Ich könnte mir das richtig lustig vorstellen mit also dem Hund. Also die Speckfalte da am Bauch? Na gut. Ja. Ich weiß das. Ich war nur etwas verwirrt. Nadelstreifen, warte doch auf mich. Dankeschön. Ach Mann. Also, die Deluxe-Kabinen sind da lang, glaube ich. Sie will doch bloß eine Kabine alleine mit Emiliana haben. Natürlich. Ja. Steht ja schon hier. Yaoi-Kabine und Yuri-Kabine. Mhm. Schade, dass dieses Spiel nicht so ist. Lampe links. Lampe links. Bling. Türknauf. Bling. Linkes Schriftdingens an der rechten Wand. Yep.
Okay, und dann haben wir irgendwo vielleicht noch was zum Wischen oder? Ich glaube nicht. Okay, hier ist. Nee, Kabinentüren, bla bla bla. Bla bla bla. Hotel. Nee, sonst gibt es nichts außer Roger und der Frau. Okay. Ringo. Ringo. Wollen wir mit Ringo anfangen? Ja. Blop. Auf Vollpunkt. Mal sehen. Was stehen Sie hier so denn so rum? Vor meiner Kabine hat jemand ein Trommelwirbel Rätsel hingelegt. Ich überlege gerade, was ich damit anstellen soll. Verstehe. Wenn Sie mögen, kann ich es für Sie lösen. Nee, jetzt so. Will ich auch nicht. Ändern. Oh ja. Wurfübung. Wurfübung? Okay, gucken wir mal. Ach nee. Wie wäre es mit einer Partie Darts? Hier siehst du die Zielscheibe. Im letzten Durchgang wurden 3 Darts geworfen und alle landeten in unterschiedlichen Bereichen. Wie lautet die niedrigstmögliche Punktzahl? Tippe das Feld an, um die Antwort einzugeben. Okay. Welches Feld? Ach, da. Ja, oh, aber das war eigentlich. Das war ein einfach vorzunehmen. War schnell. Okay, es war signifikant schneller. Null! Na, wäre null die Antwort gewesen, wäre scheiße. Aber ja es war weil klar. Es muss, weil es musste ja in unterschiedlichen Bereichen sein. Einer ist daneben und gegangen. Und einer ist daneben gegangen. Ja. Genau. Okay, sagen wir, du hast ausgeglichen. Bullseye, von wegen. Keiner hatte 40. Die niedrigstmögliche Punktzahl beträgt 15. Einer der Darts hat nicht einmal die Scheibe getroffen. Sondern den Typen da. Ja. Sieht man jetzt gerade nicht, aber also auf wen ich gezeigt habe. Ja. Den da. das gibt 0 Punkte. Pass auf, dass du beim Werfen niemanden triffst. Wie zum Beispiel den da. Und wieder ändern. Ja. Ach Mann, ey. Ich hab sofort wir gewusst, dass es das ist, aber ich war nicht... 100! Moment, wir haben eigentlich schon über 100. Eigentlich, aber wir hatten ja noch die anderen, die Zusatzdinger und so Sachen. Bitte schön, schon fertig. Wir sind gleichstehend. Mist. Das war genial. Fast wie in der Schlussszene von Reggie Directors Meisterwerk. Die super coole Suppenküche. Dieselbe Katharsis, dasselbe Hochgefühl wie beim Vater des Protagonisten, als er beide Daumen in die Luft gestreckt in einem Trog Suppe versank und... Ja. Entschuldigung, ich muss jetzt wirklich gehen. Oh Gott. So, jetzt nächstes Rätsel bei... Daneben nicht! Oh je, oh je, meine. Guten Abend, die Damen. Also, was für ein Schiff findet ihr nicht? Ah, eigentlich hätten es wirklich verschiedene Bereiche sein können. Also eigentlich ja, hätte man auch Wanddecke, null. Wanddecke, Boden. Ja, Wanddecke, Boden. Oder eben alternativ einmal den Körper von dem anderen Spieler. Ja, es ist fabelhaft, oder? Oje, Mini. Und dann auch noch auf einer Jungfernfahrt. Schaut euch an, wie das ganze Messing glänzt. Das ist wirklich ein seltenes Vergnügen. Was ist eine Jungfernfahrt? Sind da nur alte Jungfern drauf und die ist deswegen eine... Nein, die ist keine alte Jungfer. Hat die einen Mann? Ja. Oma Enigma hat ja auch eine Enkelin. Stimmt. Vielleicht ist sie adoptiert. Nein, ist sie nicht. Oder die Mutter von der Enkelin adoptiert. Nein. Die sind nämlich Oma Enigma sehr ähnlich, deswegen. Echt? Natürlich. Die Nase. War das nicht Lola? Ja, die Nase. Ich kann mich an die Nase von Lola gar nicht mehr erinnern. Ich freue mich insbesondere auch auf die Feier später. Okay, also... Weiter, ja. Klasse, Standardklasse Deluxe-Kabine. Da. Sehr Standard. Sehr Standard Deluxe. Sehr Deluxe! Das ist also Standard Deluxe? Eine wirklich recht große Kabine, oder? Was für ein Glück! Ja, sie ist definitiv besser, als ich es erwartet hatte. Oh, sehr gut. Mein Koffer ist auch schon hier. Ist
ist er nicht ein wenig überpackt? Was haben Sie denn da alles drin, Catriel? Wackersteine. Die Tasche eines Detektivs ist immer voll. Es gibt viele wichtige Sachen, die ich immer dabei haben muss. Selbst wenn es nur für eine Nacht ist. Wie kann sie nur so doof sein, so eine volle Tasche mitzubringen? Sie sollte lieber eine leere Tasche mitbringen. Dann kann sie nämlich einiges von dem Zeug da mitnehmen, was... Winterhof. Oder vielleicht, falls sie mal auf die fehlenden Geldscheine von der Bank die restlichen trifft, dann hätte sie lieber eine leere Tasche dabei. Mit einem derart vollen Koffer... Mit einem derart vollen Koffer sollte man doch wochenlang über die Runden kommen. Wohl kaum. Ich habe mich wirklich schon auf ein absolutes Minimum beschränkt. Jedenfalls sollten wir keine Zeit mit Gesprächen über Gepäck verschwenden. Wir sollten an Deck sein und die Kreuzfahrt genießen. Ja, da gebe ich Ihnen recht. Zu viel Zeit hier drin könnte anstrengend werden. Sollen wir losgehen und Ernest und Inspektor Hastings fragen, ob sie sich uns anschließen? Ja, gut. Gehen wir und suchen wir ihre Kabine in der Standardklasse. Aber erstmal finden wir ein verstecktes Rätsel. Ja, hoffentlich. Blumen-Hinweismünze? Linke Lampe-Hinweismünze? Ja, rechte Lampe-Hinweismünze? Nein, klar. Rechte Lampe-Rätsel. Okay, hast du schon angeklickt? Ja. Gut, dann mache ich das auch erstmal. Sonst wüsste ich es ja nicht. Hast du recht. Ich denke, da ist ein Rätsel, weil wegen Staub. Ja. Aber es könnte auch eine Dings sein, Kuriosität. Schauen Sie nur, Emiliana, wie prächtig diese Kabine eingerichtet ist. Und sogar für Unterhaltung ist gesorgt. Ein Rätsel! Meinen Sie wirklich, dass hier absichtlich Rätsel in Kabinen versteckt wurden, Catriel? Vielleicht. Auf solchen Kreuzfahrten wird ja an alles gedacht. Mal sehen, was das für ein Rätsel ist. So, entern. Entern. Klar machen zum Ändern. So. Einmal volltanken. Ja, wie viele Liter Benzin brauchst du zum Volltanken? Warte kurz. Catriel hat ihren Koffer mit Essen vollgestopft. Ich könnte es mir vorstellen. Ich auch. So, einmal volltanken. Okay. Hier ist ein dreckiger Berg, bei dem eine Straße nach oben und eine weitere wieder herunterführt. Jede Strecke ist 20 Meilen lang. Der Wagen kann mit einem Liter Benzin 10 Meilen fahren. Wie viel Liter Benzin braucht man, um den Berg hoch und wieder hinunter zum Ziel zu fahren? Warte mal, ein Liter 10 Meilen. Und wie viel waren es? Ja, ich hab's verstanden. Okay. Das ist ein besonders interessantes. Das Mal war es aber gleichzeitig. Ja, im Grunde hätten wir gleich am Anfang sagen können, wir wissen es beide. Das sollte ich am besten machen. Okay. Am Anfang, wenn ich glaube, dass wir es beide haben, wissen, dann mache ich einen Stopp. So Veto. Ja, wir so von wegen, wir wollen beide die Antwort eingeben, damit keiner langsamer ist beim Eingeben. Ja. Machen wir es gleichzeitig. Okay, machen wir dann so, Veto, wir wissen beide die Aufgabe, die Lösung. Und dann sagen wir sie 3, 2, 1 gleichzeitig und wenn wir was Verschiedenes sagen, dann ist das... Nee, dann sagen wir, okay, dann geben wir es gleichzeitig ein. Mhm. Und wenn wir beide gleichzeitig die richtige Lösung haben, dann ist es halt so. Ja, genau. Okay. Also wenn wir sofort, bevor wir eigentlich das... Ja, also jeder kriegt einen Punkt. Jeder kriegt einen Punkt, ja. Aber das ist 0 Liter, das wäre es wieder. Ja, aber es war so klar, dass nach unten... Ja, muss es ja nicht... Das erinnert mich auch an den einen Werner-Film. Zur Baustelle geht's nur noch bergab. Ja, also brauchst halt... Da verteuert sich meine Bremse. Nein. Jo. daran hat's mich echt erinnert, weil klar, wenn's nach unten geht, dann braucht man keine... Kein Benzin. Ja. Du Sparteufel, der Wagen kann den Berg wieder herunterrollen. Ja. Daher braucht man nur für den Anstieg Benzin. Natürlich, das ist sehr logisch. Ja. Übrigens, für Leute, die noch Fahrschule machen müssen, es ist auch sehr logisch, wenn man bergab fährt, dass man dann bei gleichem Gas geben schneller ist als auf gerader Strecke. Ja, klar. Ja, nur... Physik. Ja, eben. Dass man da nicht beim ersten Mal überrumpelt wird. Das war ein einfaches Rätsel. Sogar noch besser, als bei bezahlbarem Luxus erwartet hätte. Ich glaube wirklich nicht, dass das jemand absichtlich hier versteckt hat. Catriel, es war zu einfach dafür. Ja. Ach, wirklich, ey. Das ist doch klar, dass das ist so... Also manche Rätsel sind echt sau einfach oder nuller Rätsel. Oh, Hinweismünze in der Lampe oben. Ah. Also nicht die linke, nicht die rechte. Die linke schon, aber nicht die rechte, sondern die obere.
Okay, dann gehen wir weiter. Ja, gleich, warte. Wieso? Hast du noch irgendwas? Im Bett haben die irgendwas gesprochen, aber sonst nichts. Ach so, okay. Okay.